Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meiner Folge Aquanisha. Und wir legen hier heute wieder los und ich freue mich richtig, wieder Aquanisha zu spielen und wir werden mal sehen, was wir heute zu reisen können. Aber das allererste, was ich reisen möchte, ist, dass ich ein Plesio-Seil mache für unser Plesio-Kollege. Der steht immer noch am anderen Ende der Map, wollte ich schon sagen, aber ganz hinten in der Bucht. Und den holen wir da mal weg, den können wir schon mal machen. Sehr gut. Was haben wir für ein Plattformseil gebraucht? Ein bisschen mehr Metall. Egal, wozu brauchen wir einen Plattformsaal? Im Moment brauchen wir auf jeden Fall keinen. Ich habe mega ein vollgemülltes Inventar, aber das kommt, weil ich die ganze Zeit mal immer wieder Drops einsammeln und sowas. Und da sind echt gute Sachen drin bei Pagnesia, also das ist schon mal, das lohnt sich. Was liegt da? Ist das wieder ein Megalosaurus? Warum chillen die da immer so in der Ecke rum? Bei Eternal hatte ich da auch genau in derselben Ecke einen. So. Hier ist unser Plesio. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich habe so ein Pickup-Ding dabei, stimmt. Was will uns hier? Achso, die sind da hinten am Fighten. Könnt ihr gerne weitermachen, solange ihr mich ruhen lasst, vielleicht am besten. So, da. Pickup. Und kauf eine Schulter. Ich muss sagen, in dem Mods diese Entchen sind so lustig. Vor allem, weil ich die vorher nie wirklich gesehen habe. Das kommt wahrscheinlich, weil ich nur Modded Ark spiele und die da irgendwie nie richtig eingebunden wurden. Aber ich habe sonst noch nie diese Enten gesehen. So. Da. Hast deinen Saal. Und wir schwimmen zurück. Aber was mir gerade einfällt, wir können eigentlich noch ein paar Perlen holen. Die sind nämlich hier irgendwo. Hier? Ist das richtig? Ja, hier. Hier sind eigentlich Perlen, meine ich. Aber wir können nicht so ganz lange unter Wasser sein. Doch, wir haben 500 Oxygen. Wo sind sie? Perlen. Ah, hier sind welche. Sehr gut. Nehmen wir gleich noch welche mit, wenn wir schon hier sind. Jetzt zeige ich euch meinen Top-Secret-Spot, den ich auch durch einen anderen Zuschauer erfahren habe. Den kannte ich nämlich auch nicht. Oh, wie schnell wir einfach schwimmen. Wir hätten ja auch so reinschwimmen können. Wo führt er eigentlich hin? Will ich das herausfinden? Wahrscheinlich eher nicht so. Plesio, was machst du da? Gegen wen hat der gekämpft? Hier ist doch nichts drin, oder? Ich sehe nichts. So, noch mehr Perlen? Hallo? Da. Die nehmen wir auch noch mit. Was? Wahrscheinlich zählt das so ein bisschen als Cave und deshalb ist hier so ein Ladeleck. Das könnte sein. So, noch irgendwo was, was ich übersehen habe. Hier. Die sind hier so halb zwischen. Aber das ist übel viel, wie viel wir einfach bekommen. Das lohnt sich halt echt heftig, hier mal reinzuschwimmen. Und vor allem können wir auch lang genug tauchen. Und wir schwimmen halt auch richtig schnell. Noch irgendwo was? Ich sehe jetzt mal so gerade auf die Schnelle keine, aber wir brauchen eigentlich auch nicht mehr. Also wie schnell auch dieser Plesio ist. Richtig nice. Und was schwimmt hier schon wieder rum? Können wir den erwischen? Was macht der Plesio für komische Geräusche? Ist hier irgendwas? Da ist ein Hai. Oh Gott. Ja, das habe ich am Plesio schon immer geliebt, dass man mit denen so ganz schwer nur treffen konnte. Ich habe selten eine Blume von einem Hai bekommen. Oh, Blutungsschaden. Ich dachte schon, warum bin ich so langsam? Plesio gefällt mir halt richtig gut und den bringen wir mal zu uns. Und dann wollte ich mal gucken, ob die Kollegen noch da sind, die wir letztes Mal gesehen haben. Nämlich dieser Zombie Lizichtis. Und diese kleine Krabbe, ich weiß nicht mal, wie die genau heißen. Weil die hätte ich ganz gerne gezähmt. Die waren beide gutes Level. Und die waren hier irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Schuss dafür habe. Ich glaube nicht, der hat irgendwie 500.000 Topo oder so. Hier, der ist hier halt immer noch. Sehr gut. Der hat nämlich so hohes Level da. 784. Und hier ist die Krabbe. Wie viel hat die Krabbe? Ey. Wo schwimmst du hin? Nein, das ist kein Lizichtis, das ist... 37.000? Das müssen wir fast mit einem Schuss ausnocken. Nein, 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 ich wollte nicht jetzt... Okay. Alles cool, wir haben alles im Griff. Denke ich. Du bist da oben auch sicher? Ich weiß gar nicht, wie wir das machen am besten. Ich war... Ich schieße einfach mal auf Verdacht. Da so? Oh, ich muss nur einmal treffen. Ich sehe halt aber nicht. Ah, oh, das kann doch nicht sein! Ich will nicht so viel für den verbrauchen.
Ich will lieber. Ihn treffe ich wahrscheinlich eher, oder? Ja, das war schon mal ein Hit. So, wie viel hat das gemacht? Ey, du! 24. So wenig? Das hat er vorher mehr gemacht, oder? Waren wir nicht schon bei 40.000 oder sowas? Hey, na, willst du dich zu mir setzen? So, neuer Versuch, den hier zu treffen. Als ob das unmöglich ist. Das war ein Hit. Oh mein Gott, ich werde ausgenockt, ich werde ausgenockt. Als ob der an Land kommt! Was ist denn mit ihm? Okay, ich bin ausgenockt. Ich bin sowas von ausgenockt. Oder? Bin ich ausgenockt? Er ist ausgenockt. Aber ich bin gerade so dich ausgenockt. Der sieht irgendwie gar nicht so bewusstlos aus. Alter, wie krank der aussieht, so groß. Das Ding wollte ich da reinmachen. Nice. Den haben wir schon mal. Sehr gut. Den können wir sogar so reiten. Alter, wie cool sieht der. Oh mein Gott, das ist halt so cool. Kann man mit denen an Land? Nee, oder? Nee, okay. Also das sieht halt so genial aus. Guck dir das an. Wie viel Schaden macht der? Das ist jetzt die nächste Frage. Wahrscheinlich nicht viel. 1200. Das geht noch. Ich meine, unser Zombie-Plesio macht halt 7000 oder so. Jetzt, oh, der macht auch 1600. Der macht mehr Schaden als wir. Das ist nicht gut. Wir flüchten. Los. Ich bin gerade mega langsam, weil der mich gebissen hat. Und der beißt mich gleich nochmal. Komm schon. Oh, nice. Jetzt bin ich ja schnell. Und jetzt bin ich irgendwie schon wieder langsam. Warum bin ich schon wieder langsam? Oh, jetzt. So. Wie kommen wir überhaupt zurück? Wir können einfach das Quetz nehmen. Und da ist auch noch ein Glacial Megalodon. Da fliegen wir gleich nochmal hin. Und holen uns irgendwie die Wahl noch ab. Obwohl ich glaube, ich nicht mal genug Pfeile habe. Wir werden es aber testen. So, du kommst hier irgendwo hin. Hier bist du auf jeden Fall sicher. Das Ding sieht halt schon... Ich finde, das sieht mega genial aus. Auch wenn es ein bisschen merkwürdig animiert ist. So, dann fliegen wir mal fix wieder rüber. Giga steht hier so halb im Wasser. Lass mich hoch. Wir werden sehen. Vielleicht können wir sogar von oben den besser abschießen mit dem Quetz. Das wäre halt genial. Oh, das Quetz hat ganz schön viel Schaden. So, wo ist er hin? Du kannst dich nicht verstecken, du bist riesig. Oder doch? Vielleicht kann er sich doch verstecken. Als ob der einfach auf einmal weg ist. Och, bitte. Das kann nicht sein. Die wollte ich so gerne haben. Ich sehe ihn nicht mehr. Wir setzen den mal kurz hier ab. Und gehen mal kurz auf Tauchstation. Da ist er. Okay, okay, okay. Alles noch im Griff. Alle darf uns auf keinen Fall sehen. Hat er uns schon gesehen? Ich weiß nicht, das sah so aus, als würde er... Nein, nein, nicht festbacken, nicht festbacken. Oh, bitte nicht festbacken. Okay. Sehr gut. Oder? Ja. Oh Gott, wie ist das? Wo schreibt der immer hin? Oh, der wird da ein bisschen von Haien gebissen. Ah, der steht gerade die ganze Zeit, oder? Eigentlich gefällt mir das ja ganz gut. So. Warum nicht? Oh Gott, der schwimmt halt so unkontrolliert. Das war nett. Nice. Da so? Wieder nett, als ob ich die ganze Zeit treffe. Als ob das so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war so knapp. Oh Gott. Das war... Ich hab mir gerade fast die Hose... Hose gemacht. Bitte nicht mich essen, bitte. Ich war immer lieb zu dir, außer dass ich die Pfeile in den Kopf schieße.
Wo willst du hin? Hier willst du hin? Okay, okay, okay. Man sieht das halt gar nicht. Wie fährt der schon? Wir haben ihn schon fast halb. Den kriegen wir down. Oh mein Gott, wie der hier immer so hoch guckt. Das sieht so mies aus. Das war kein Treffer. Das war ein Treffer. Der ist halt direkt unter mir einfach. Oh, zum Glück kann der nicht hoch. Alter, das sieht so mies aus. Wir schaffen das. Das ist halt eigentlich ein richtig easy Tape, aber das macht so viel Angst, wenn er so nach oben schwimmt. Da? Okay. Okay. Weil ab und zu bei Spinus und sowas ist es ja auch, dass sie sich so halb durch sowas durchbacken. Könnte ich mir hier auch denken, dass der das mal macht. Aber bis jetzt hält er sich ganz ruhig. Wie fern wir? Oh Gott, das wird so easy. Oh, da haben wir echt ein richtig starkes Wasservieh, denke ich, hoffe ich. Ich weiß nicht, oder waren die so schwach? Die waren so schwach bei Pagnesia, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich hoffe einfach, dass er mehr macht als der Plesio mit seinen 7000. Das wäre schon ganz gut. Er müsste eigentlich bald down sein. Komm schon. Komm schon. Hör auf, mich runterzuhauen. Sonst gibt's auch einen Schuss. Flieht der? Nee, 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 der flieht nicht. Okay. Oh mein Gott! Genau das meine ich. Er ist down, oder? Oh, er ist down. Oh mein Gott. Dieser Biss auf einmal. Ich habe mich so erschrocken. Oh, das machst du nicht nochmal, mein Brudi. Oh Gott, ich bin richtig zusammengezuckt. Jetzt ehrlich, hättet ihr das gesehen? In solchen Momenten bin ich froh, dass ich keine Webcam-Aufnahmen mache. Ich bin gerade so zusammengezuckt. Oh. Wir haben dich. Wir haben dich. Sehr gut. Ne? Du siehst jetzt richtig lieb aus. Dafür, dass du so ein Zombie bist und so böse Sachen machst. Ah. Mann, oh Mann, oh Mann. Den müssen wir auf jeden Fall. Ich will mal hier drauf schicken, eigentlich. Kannst du den mal angreifen? Bitte? Hey. Greif den an. Okay. Warum greifst du dich zurück an? Was ist mit dir? 59.000? Das ist so krass. Das ist so gut. Oh mein Gott, das ist so gut. Wie viel hatte unser Giga? 40.000? Und der macht schon 1,3 Millionen. Okay. Wo ist mein Peter Nolan eigentlich? Hier hinten. Was macht der hier hinten ganz? Komm mal mit. Und du auch. Kann ich überhaupt so auf Follow mitnehmen, ist die Frage. Ah, er versucht's. Ah, ich liebe es. Wo ist mein Peter Nolan eigentlich hin? Ah, da. Ja, ich glaube, der will nicht so richtig mitkommen. Ich würde sagen, ich mache mal einen Sattel, mache einen Cut und dann gucke ich gleich wieder und dann holen wir den da weg. Wir sind fast wieder da. Sattel ist fertig. Ich habe meine Rüstung so halb repariert und halb habe ich andere Rüstungsteile genommen, weil der Sattel so teuer war vom Metall her. Ich glaube 1200 oder so, dass ich mir nicht leisten konnte, meine ganze Rüstung zu reparieren. Ich bin echt ein armer Typ. Aber was soll man machen? So, kann ich dich auf die Schulter nehmen? Ja. Aber ist das gut, wenn du lange unter Wasser bist? Ich weiß es nicht. So. Sattel kommt drauf. Sieht ja cool aus. Der sieht schon ganz cool aus. Das ist cool gemacht. Ich meine, der sah früher anders aus. Aber es sieht echt gut aus. So, jetzt nochmal testen. Nicht, dass es gerade irgendwie ein Fail war. Wir können ja auch ruhig unter Wasser gehen. Wir haben genug Oxygen. So, ist hier irgendwas, was wir töten können? Angreifen können? Das ist ein Plesio. Ist das ein Zombie-Plesio oder ein normaler? Das sieht aus wie ein normaler. 59.000, das ist so viel.
Das ist so viel. Und ich glaube, die Quallen, die schocken einen hier nicht. Also können wir die auch gleich mal wegrasieren. Nice. Das ist so gut. So, Move and Speed. Wie viel kriegt er dazu? Ey, das ist ganz gut. 300 haben wir schon mal. Und Damage. Ah, der hat halt wieder so Probleme mit dem Essen. Diese Zombie-Dinos haben alle so Probleme damit zu essen, habe ich das Gefühl. Gibt es Zombie-Kragen? Seht das, der hat jetzt schon Hunger. Ah, ich habe hier eine dabei. Hier. Hau gut rein. Ist ja auch irgendwas Interessantes. Ich meine, hier ist bald die Kristallhöhle irgendwo gewesen. Oder war die nicht hier? Wenn ja, will ich da auf jeden Fall einen Teleporter reinmachen. Das wäre noch ganz gut. Wenn ich die wieder finde. Oh nein, ich habe wieder Blutungsschaden. War die nicht hier irgendwo? Ich habe keine Ahnung. So, unter Wasser kenne ich mich hier halt noch gar nicht aus. Und Essen ist komplett leer. Ach, das ist immer ein bisschen nervig. Aber wahrscheinlich wären die sonst auch viel zu stark, die Zombie-Dinos. Öl könnte ich halt auch gebrauchen. Ja, hier. Hey, Plesios. Wie viel Schaden mache ich eigentlich schon? Jetzt schon 500.000. Das ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Alter, wie viele Plesios sind hier? Okay, und ich muss Harvest ausmachen, unbedingt. Erstmal muss ich hier alles killen, sonst kann ich es nicht machen. Weg mit dir. So, können wir jetzt kurz Harvest ausmachen? Ich denke schon. Fleisch abkratzen? Nein, 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 das will ich nicht. Ernteeinstellung. Deaktivieren. Nein, nicht Opfergegenstände. Oh nein, warum kommt denn jetzt wieder alles? Okay, du machst das schon, oder? Oh nein, ich muss hoch. Nein, 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 passiv. Passiv, passiv. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Schnell, 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 schnell. Okay. Alles im Griff. Easy. So, und jetzt? Da. Und das deaktivieren. Da. Und das deaktivieren. Jetzt können wir wieder runter. Ich hoffe, ihr seht überhaupt genug. Also, ich sehe eigentlich genug. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wo ist diese Höhle? Ich werde die wahrscheinlich nie wiederfinden. Weil die war echt übel angenehm zum Kristall holen. Ist das ein Zombie? Das muss ein Zombie sein, oder? Ja, der gibt mir Hirne. Gib mir Hirne. Oh nein, ich habe das ja ausgestellt. Der gibt mir doch keine Hirne. Verdammt. Ich habe es gerade ausgemacht. So. Hier, gib mir auch noch. Ich brauche Erfahrung, Leute. Oh mein Gott, wenn wir den vom Damage her ausgeskillt haben, ist das einfach ein Monster, jetzt mal ehrlich. Der hat halt jetzt noch so viel Level bekommen. Ich will jetzt mal sehen, wie viel Schaden der jetzt schon macht. Der macht jetzt bestimmt schon über 1 Million. Schon fast 2 Millionen. Oh mein Gott, das Ding ist OP. Das Ding ist richtig OP. Habe ich auch nichts gegen, muss ich sagen. Ist das ein Primer? Ein normaler? Das ist ein normaler, ne? Weg mit dir. Lass mich durch. Alter, ich muss sagen, ich liebe das Ding. Jetzt ehrlich, was Besseres gibt es einfach nicht. Also, die sind schon alle tot, da waren wir schon. So, haben wir jetzt noch ein bisschen was? Ja. Der kommt halt locker an die 3 Millionen. Das ist so ein Moser? Ist das ein normaler? Wie einfach so ein Moser wegfliegt, weil der einfach. Oh, ist das schön. Können wir noch kurz ein bisschen tiefer? Ja, ein bisschen geht noch. Aber ich bin noch geslowt. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein bisschen Movement Speed haben. 400 geht fit. Aber der Schaden ist halt echt unnormal. Also, eigentlich kann uns unter Wasser gar nichts was anhaben. So, eigentlich muss ich gleich hoch. Aber. Ich mag das Ding so gern. Ich muss mir echt meinen Tauchanzug machen, wahrscheinlich. Sind wir zu Hause irgendwo? Ja, wir sind fast zu Hause. Gut. Ich würde sagen, du bist am Fliegen, Plesio. Aber das will ich nicht am sagen. Ich würde sagen, ich mache mich noch ein bisschen auf den Weg. Hä? Hä?
Was hat der für eine Hitbox? Was zum Teufel? Okay, ja, ich mache mich auf den Weg und guck mal, was ich da so finde. Und wir treffen uns gleich wieder. Bis gleich. Ich habe noch was gefunden, nämlich ein Griffon, oder wie auch immer man es aussprechen mag. Level 728. Und den muss ich da raus haben, das ist der Grüne. Kriege ich den Grünen irgendwie auf Aggro und nur den Grünen? Bitte? Natürlich habe ich genau den falschen auf Aggro. Das war der, oder? War das der? Ja, okay, das ist der schlechte. Wenn ich den schlechten rausbekomme, dann müssen wir ihn killen. Schlechter? Irgendeiner? Was wollte ich denn von dem Peter Nodon? Ich bin doch auch ein Peter Nodon. Hallo? Leute? Oh, der war gerade kurz aggro auf mich. Kann ich die vielleicht auch so abschießen, während die da gerade bei dem am Rumhampeln sind? Ich wette, die wechseln aggro, wenn ich jetzt absteige. Was machen die da überhaupt für einen komischen Paarungstanz? Wir probieren es einfach. Ich habe nur 11 Schuss übrigens. Mehr habe ich gerade nicht. Ich könnte noch welche nachmachen, das ist kein Ding. Oh mein Gott, wie soll ich den denn treffen? Den treffe ich niemals. Was macht der da? Was willst du von der Schildkröte? Oh, genau in dem Moment dreht er ab. Okay, ich weiß, ich habe gleich geguckt, wie viel Topo der hat. Der ist sogar immer noch aggro auf die Schildkröte. Oh mein Gott, ich werde niemals schaffen, den auszunocken. Jetzt habe ich die Schildkröte ausgenockt. Natürlich war das ein Treffer. Ich weiß zwar nicht, ob ich das auf den richtigen war, aber. Oh, das scheint auf den richtigen gewesen zu sein. Nein, 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 nein. Der war gerade kurz still. Okay. Wir schaffen das. Nein, warum gehst du? Okay, 3 Schuss, Leute. Konzentration. Ich will nicht zurück müssen. Das ist nämlich einmal über die halbe Map. Komm schon. Bleib nochmal kurz. Oh, da habe ich einen guten Schuss. Der ist fast down. Müsste fast down sein. Ja, geh wieder auf die Schildkröte. Richtig. Die Schildkröte kann da richtig viel für. Mein Peter Norman kann da auch nicht so viel für. Okay. Okay, wir schaffen das. Hopp, der hüpft so viel rum und macht so viel Staub und. Ah, letzter Schuss. Aber wir haben auch noch die Armbrust, also wir können noch. Oh Gott, ich bin ein Künstler. Oh, ich bin so gut in diesem Spiel. Oh, zum Glück. Nice, nice, nice. Und ich finde sogar die Farben echt gut. Ich finde die Farben richtig gut. Oh, du machst mir einen Ärger hier. Sehr schön. Wie viel Schaden macht der? 480. Das ist jetzt. Geht so gut. Wir machen einen Sturzflug. Das waren 5000? Okay, das geht schon fit. Habe ich gerade den Affen gehauen oder warum hat er so komische Geräusche gemacht? So, und ich zeige euch mal kurz was, weil das habe ich gerade gesehen. Oh Gott, ich liebe diesen Griffin. Jetzt mal ehrlich, der sieht so schön aus. Die Farben sind krass. Die Farben sind richtig krass. Hier ist ein Celestial Rex. Level 308. Ich freue mich schon, wenn wir so weit sind, dass wir sowas ausnocken können. Aber der hier reicht mir auf jeden Fall auch schon. Das ist mega nice. Ah, oh, schön. Sogar ein richtig schöner. Oh, der sieht so schön aus. Okay, ich mache wieder auf den Weg zurück und dann leveln wir ihn noch ein bisschen. Wir sind wieder bei der Base und was ich einfach an diesem Mod liebe, ist allein schon, der startet einfach mit 228% Movement Speed. Aber der hat echt eine richtig angenehme Fluggeschwindigkeit schon vom Start und man kann die sogar noch schneller machen. Wie viel kriegt er pro Level? Und er kriegt auch noch 50 pro Level. Wie schnell ist er jetzt? Aber das ist halt schon eine ganz gute Geschwindigkeit fast. Ich würde die fast noch ein bisschen schneller machen. Ich bin sowieso immer so übel schnell unterwegs. So, machen wir nochmal ein bisschen Schaden. Und gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was abstauben können. Okay, ich glaube, ich bin fast zu schnell. Ich glaube, ich habe fast ein bisschen zu viel Movement Speed reingemacht. Beim Sturzflug ist das nicht kontrollierbar. Das macht übel Bock. Oh Gott, das macht übel Bock. Jetzt mal ehrlich. Oh Gott. So schnell im Sturzflug, das ist einfach unnormal.
Alter, was geht? Okay, ich mach halt so normal echt wenig Schaden. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Beim Sturzflug geht's halbwegs. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Ausdauer scannen. Ausdauer ist gar nicht so gut. Ich merk nicht mal richtig, wo ich hinfliege. 28. Oh ne, das ist ein Baby Rex, den lassen wir mal. Oh mein Gott, ich weiß echt nicht, wo ich hinfliege. Vielleicht war es zu viel Movement Speed. Ich geb's so. Weil im Sturzflug ist das einfach nicht mehr lenkbar. Aber das macht so Spaß. Guckt euch das einfach an, wie heftig das ist, wenn ich hochziehe. Oh Leute, das ist so cool, Mann. Oh, das habe ich die ganze Zeit an dem vermisst, dass die einfach so langsam, sogar im Sturzflug noch relativ langsam waren. Oh mein Gott, ich habe einfach so Quetzer aus da geprügelt, ey. Oh, das ist so cool. Oh Gott, ich hatte selten so viel Spaß. Jetzt ehrlich, das ist einfach nur... Oh, das ist so schön. Ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut. Oh, das ist so schön. Ja, okay, vielleicht bin ich ein Nerd. Ich gebe es zu. Aber das ist einfach so cool. Dieses schnelle Fliegen und dabei so die ganze Zeit runter. Und, oh, das ist so schön. So, noch ein bisschen Movement Speed wollte ich schon sagen. Hätte ich das also Movement Speed gehauen, dann wäre es vorbei gewesen. Vielleicht machen wir mal Movement Speed Griffin, das wäre sogar echt lustig. Aber dann irgendwie ein Low Level oder so. 149.000, das geht schon voll klar. Jetzt ehrlich, das geht echt klar. Oh Mann, guckt euch das an. Was ist das? Ein Alpha Wyvern? Hallo, Alpha Wyvern, die ich nicht anvisieren kann. Kriegen wir dich mit einem Schuss tot? Ja, kriegen wir. Außer du triffst uns vorher. Weil dann haben wir ein Problem. Okay, das war nicht gut. Ich hab dich getroffen. Oh, da hinten ist eine Celestial Wyvern. Was ist denn mit Celestial jetzt hier? Warum treffe ich dich? Ich treffe einfach dich. Okay, dann lassen wir das, weil Gift-Dinos sind nicht so meine Spezialität. Ich werde immer von denen gekillt. Alpha Giga. Ah, der hat ein bisschen viel Leben. Sonst könnten wir uns bei ihm ein bisschen Erfahrung abholen. Oh Gott, ich liebe dieses Ding. Also ich werde jetzt nur auf dem rumreiten, auf jeden Fall. Weil das ist so angenehm. Noch eine Celestial Wyvern. Ach du Schande. Komm, wir fliegen hier mal durch. Oh Gott. Oh, das ist so nice. Jetzt zwei. Oh, das hat immer gefehlt an den Toxic Wyvern. Welches Level bist du denn? 308, okay. Ich dachte, das wäre jemand hinter uns her. Ja, Leute, ich glaube, ihr könnt merken, in das Ding hier bin ich verliebt und ich glaube, mit dem werde ich die ganze Zeit rumfliegen. Auch wenn er nicht so ganz viel Schaden macht. Vielleicht können wir die aber ein bisschen paaren, dass wir da noch mehr Schaden drauf bekommen. Aber das ist einfach, das hier ist einfach Bombe. Und ich glaube, das ist sogar fast die richtige Movement Speed, wenn man so umherreist. Was? Ich dachte, das wäre irgendwas. Oh, ich liebe das Ding. Okay, ich würde aber sagen, ich beende mal die Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über den positiven Wert freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und tschüss.